Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu East Shade. Eine neue Aufnahmesession für mich und auch eine Aufnahmesession, vor der es mich ein klein wenig bammelt. Denn seit langem in dem Spiel und wir spielen ja jetzt doch schon ein paar Teile, ist glaube ich Teil 24 oder sowas, circa 20 Minuten, also wir haben jetzt zu falsch zum Rechnen, sind schon ein paar Minuten. Paar Stunden. Ja, es ist das erste Mal, wo ich nicht so richtig weiß, wie wir weitermachen sollen und die Angst habe, dass es doch jetzt allmählich ein bisschen ja, langweilig wird. Denn so richtig viel krasses Zeug können wir nicht machen. Wir wissen theoretisch, wie es weitergeht, aber ja, ich weiß nicht, wie wir das so richtig anstellen sollen, denn, wie zum Ende der letzten Folge berichtet, ja, habe ich mir natürlich notiert, was wir machen wollen, was wir machen müssen, und das sieht wie folgt aus. Wir müssten im Prinzip, um, ja, sagen wir mal so, in der Haupt-, ich nenne es jetzt einfach mal Hauptstory, weiterzukommen, müssen wir dieses Rätsel lösen. Der exklusive Club. Ein Mann am Strand hat im Wasser sein verlorenes Amulett gesucht. Es scheint ihm wirklich wichtig zu sein. Wir müssen also ein Amulett finden, was der gute Mann da irgendwo am Wasser verloren hat. Jetzt hatten wir das schon mal ein bisschen abgesucht. Ich werde mich auch gleich nochmal auf den Weg dort runter begeben. Und hatten da nichts gefunden. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen da jetzt nochmal runter. Suchen vielleicht nochmal. Okay, ich probiere jetzt einfach mal eine Sache. Hier sind wirklich Fische. Wir haben hier halt mit der komischen Angel, mit der wir noch keinen, ja, noch nahezu nichts aus dem Wasser geholt haben. Ah, okay. Geht also. Okay, es geht zumindest. Okay, bloß das mit dem Ablegen ist ein bisschen. Also gut, ja. Hätten wir das auch mal abgehakt, hätten wir das auch mal gemacht, hätten wir das auch mal gesehen. Haben also einen Fisch gefangen, das geht zumindest. Man muss halt bloß, ja, seine Angel da reinwerfen, wo halt auch ein Fisch ist. Ja genau, wir müssen also das Amulett finden, denn wie es weitergeht, das hatten wir uns in der letzten Folge auch schon zusammengereimt. Es, ja, der gute Mann gehört also zu dem einen Clan, für das wir das Passwort brauchen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass er uns so dankbar ist, wenn wir sein, sein Amulett wiederfinden. So heißt es. Manchmal stehe ich aber auf dem Schlauch. Wenn wir sein Amulett wiederfinden, dass er uns dafür das Passwort sorgt, um in den Club reinzukommen. Das Passwort brauchen wir dann aber nicht, um in den Club reinzukommen, sondern um das dem Teddybären zu geben, der uns im Gegenzug für das Passwort die Dichtmasse gibt. Mit der Dichtmasse können wir uns dann das Floß bauen. Jetzt habe ich mich hier schon wieder verrannt. Können wir uns dann das Floß bauen und kommen über den Fluss und an die andere Seite und kommen damit zu den Tiffmoor-Klippen und können da alles weitere machen. Soweit der Plan. Uns fehlt halt nur dieses verliebste Amulett. Wir haben heute viel Zeit. Ich habe vor, wir suchen nochmal da unten, wo der Mann steht. Zumindest da die Gegend ab. Auch wenn ich nicht so richtig glaube, dass das so einfach ist und dort irgendwo rumliegt. Vielleicht ist es auch super einfach und wir haben uns bloß saudämlich angestellt, beziehungsweise respektive ich habe mich saudämlich angestellt. Ich räume mal einfach so ein bisschen quer ein. Und das liegt da irgendwo direkt dort.
Oder vielleicht bauen wir auch die Angel und wir angeln das dann da raus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch keine so richtige Ahnung. Ich gebe auch ganz ehrlich zu, dass es mich jetzt vor der Aktion hier so gefürchtet, kann ich sagen, gefürchtet hat, dass ich mich da so, ja, ich habe ein bisschen Angst davor, dass das halt jetzt wirklich sau langweilig wird, weil wir ja einfach bloß blöd, danke für die Eier, bloß blöd hier am Strand rumlatschen und halt irgendwie hoffen, das Amulett zu finden. Aber ja, deswegen habe ich schon mal im Internet geguckt, da bin ich gegoogelt, ob es denn eventuell irgendwo Lösungen gibt. Dass man zumindest sagen kann, wir probieren es nochmal noch ein bisschen, wenn wir es nicht finden, finden wir es halt nicht. Aber damit es nicht allzu langweilig wird, suche ich mir dann halt die Lösung, wo das vermaledeite Amulett denn so sein könnte. Aber ich habe nirgendwo ansatzweise irgendwie irgendwas eine Lösung gefunden. Ich meine, theoretisch irgendwo da drüben auf der Insel oder so kann es ja eigentlich nicht sein. Denn ja, wir brauchen ja die Dichtmasse, um das Floß zu bauen. Und ohne Floß nichts los, sozusagen. Ohne Floß keine andere Seite. Ohne Floß kommen wir halt nicht weiter. Ne? Das ist halt so. Hier sollen wir, glaube ich, nicht weiterkommen. Da kommen wir auch nicht drunter durch. Gut. Gut. Da kommen wir auch nicht weiter. Das geht halt einfach nicht. Ja, nicht erschrecken, es wird nicht dunkel. Es ist 11:55 Uhr. Selbst wenn es dunkel wird, macht uns das gar nichts, denn wir haben ja jetzt. Was heißt jetzt? Wir haben seit einem Stück unseren wunderbaren Mantel. Ne, okay, jetzt sind wir. Jetzt laufen wir richtig. Ja gut, hier kommen wir halt nirgendwo hin. Da hoffe ich mal, dass das Spiel so fair ist, dass das da nirgendwo liegt. Ich hoffe ja einfach mal, dass die Lösung jetzt nicht so krass ist, dass man hier irgendwie 20 Mal die Angel reinschmeißen muss. Ich hoffe einfach, dass ja, dass das so einfach ist, dass man da irgendwie von selber drauf kommt. Ich kann natürlich auch die Großschreibetaste drücken, da bewegen wir uns automatisch wieder etwas schneller. Ich laufe hier gerade auch ein kleines bisschen so ohne Verstand rum. Ich meine, er hat ja gesagt, man hat am Strand hat im Wasser sein verlorenes Amulett gesagt. Also das heißt ja doch, dass es da irgendwie liegen muss. Und das kann es ja jetzt nicht. Von da weg getragen haben. Ich hoffe einfach mal, dass das hier wirklich irgendwo liegt. Vielleicht hat es ja von euch irgendjemand, der das sieht, auch schon gespielt und kann mir da weiterhelfen. Weil ich jetzt echt ein bisschen Angst habe, dass mit dieser eine Aufgabe, die wir noch nicht in der Lage waren zu lösen, ein bisschen einfach den Spielspaß nimmt. Ja, hier kommen wir ja nicht weiter. Ich weiß nicht, kannst du es denn irgendwie an einen anderen Strand gespült haben? Können wir irgendwo in der Stadt einfach ein Amulett kaufen?
und ihm das geben? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das Spiel kann doch auch nicht wollen, dass mir einfach sinnlos rumlatscht und das Amulett sucht, oder? Da gibt's doch, es gibt bestimmt irgendeine bessere Lösung dafür. Soll man die Quellen setzen? Gut, hier kommen wir nicht weiter. Richtig? Richtig. Mit dem Typen zu reden bringt uns auch nicht so richtig weiter, gell? Ne, das ist es nicht. Das ist einfach ein normaler Stein. Jetzt sind wir halt auch schon bestimmt so 10-mal lang gelutscht. Das könnte ja wenigstens mal ein bisschen blinken irgendwo. Vielleicht macht es das auch. Und es ist einfach gar nicht hier. Ich hatte ja auch das letzte Mal schon die Idee, dass es eventuell, aus welchen Gründen auch immer, hier irgendwie an den Strand gekommen ist und dort jetzt liegt. Aber, ja, warum? Ja. Oder hier... Halbmast, kommen wir da irgendwo runter? Was ist das hier eigentlich? Vielleicht gucken wir da auch nochmal hin. Waren wir da schon mal? Ich würde vielleicht nochmal ganz gern. Sorry. Reden. I don't feel like chatting right now. They're a faith group. They think our. It's annoying though, because they already have plenty of tea and it. Oh, you know about us. I wish I could. But we have to be really wet. What if you're part of the Chez? I'm already in enough trouble since I lost my amulet. If the Chez find it, they could infiltrate our tea room. It would be all my fault. Sorry, I don't feel like chatting right Gut, now. Das hat man auch schon alles mal gehört. Boah. Also, pass mal auf, wir gucken mal. Einfach weil ich jetzt nicht weiß, ob wir hier unten schon mal waren oder was das ist. Gucken wir vielleicht nochmal dahin. Ich meine hier, das ist so schön verbunden. Wir könnten da nochmal gucken. Wir könnten nochmal in Nava gucken, ob wir da irgendwie einen Händler so ein komisches Amulett nachbauen kann. Wüsste ich jetzt aber. Es gibt da einen Schmied. Nee, das aber, da fliegt bloß irgendwas rum. Da gibt es einen Schmied. Ansonsten wird guter Rat langsam teuer. Also da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das Spiel will nicht so richtig, dass man da langkommt, oder? Oder? Oder kommt man da doch irgendwo vorbei? Pilze. Spiel doch dann ganz gut rigoros, dass man da nirgendwo Mist machen kann.
Mit Arnika hinterm Haus. Geflecht. Nee, also hier läuft man einfach gegen die Wand, okay. Boah, jetzt harpert's aber doch auch schon wieder. Töpfer und der Annika mit ihrer Töpferkunst wird uns da auch nicht weiterhelfen können. Kutsch. Mal ganz kurz, was sind wir? Das finde ich ein kleines bisschen schade. Hinter Unurs Haus. Das finde ich ein kleines bisschen schade, dass wir da der Karte nicht sieht, wo man eigentlich gerade ist. Da muss man sich dann schon auskennen und das schon mal gelesen, ja. Können wir jetzt eigentlich Schnüre bauen? Ja, das können wir auch auswurzeln. Genau, wir brauchen hier aber eben noch diese besagte Dichtmasse. Vielleicht ja, kann man die auch irgendwie. Nee, ich glaube nicht, dass man die kaufen kann. Zumindest nicht in der Stadt, das wäre uns schon aufgefallen. Hup, hup. Sieht auch ein bisschen spastmatisch aus, wenn man da mal so die Steine hoch und runter macht. Ja gut, hier will das Spiel, ja, das Spiel wahrscheinlich wieder nicht, dass wir vorbeikommen. Kutsch. Dann sollen wir da nicht vorbeikommen. In Lindo können wir ja auch. Eigentlich nicht so direkt handeln, ne? Und anders kommt man nicht darüber. Mal anders. Ansonsten können wir halt auch nicht das mit den Wasser fixen. Ich habe aber keine Ahnung, wie wir das machen sollen, wie wir die anlocken sollen. Knollenchaos, da würde uns halt noch die eine Knolle fehlen, aber das ist jetzt auch nichts, was uns so richtig weiterbringt. Da können wir auch hier das komische Amulett suchen, statt da jetzt durch die Stadt zu rennen und noch jemanden zu suchen, der die Knolle braucht. Die fünf heißen Quellen werden wir halt auch nicht machen können, müssen wir sicherlich, wird da die eine oder andere Quelle auch noch auf der anderen Seite sein. Ja, das ist das mit den. Das mit dem Rätsel. Gut, es könnte natürlich noch sein, dass, wenn wir dieses Rätsel lösen, dass wir dann von Mad Willow das Amulett bekommen, was sie zufällig vielleicht irgendwo gefunden hat. Und ja, so alles weitergeht. Vielleicht schauen wir uns das doch nochmal an. Gab mir folgendes Rätsel. Konstant im Zustand des Fallens gefangen. Ob unter oder ob aufgegangen. Steinerner Anblick, wenn der Stein sich versteckt. Waches Auge am Mittag entdeckt. Wenn der Tag sich verdunkelt, nur einen Moment. Und wieder brennt. Das größte Auge starrt dich an. Wenn Blicke sich kreuzen, der Moment ist dann. Also eigentlich. Ist es quasi die Sonntag. Sonntags, sag ich schon, mittags. Sonnenfinsternis, ne? Was da beschrieben wird. Ich. Kann aber auch gar ehrlich gesagt gar nicht mal sagen, was wir da machen sollen. Sollten wir das malen? Wir können es natürlich mal malen. Den Zeitpunkt haben wir jetzt wieder ein kleines bisschen verpasst. Wir können hier schon wieder die Sachen nicht einsammeln. Ist alles Kolle. Wir könnten natürlich einfach mal schlafen. Bis zum nächsten Tag. Wisst ihr, was wir mal noch machen können? Ich glaube zwar nicht, dass uns das was bringt, aber wir könnten noch mal hier runter zu dem Ingo gucken, der uns aufgesammelt hat nach dem Schiffbruch. Wisst ihr? Ich glaube zwar nicht, dass der uns noch irgendwas bringt,
Bei dem hatten wir ja zwischendrin auch schon mal Besuch abgestattet. Ach, wer sitzt denn da? The one who dwells in the tower is the architect of New Lindo. The one who designed the beautiful buildings. The one who has been missing for years now. Maybe this is for the best. Perhaps it's time someone talked to him. And maybe it's best if it's an outsider. I think deep down, he doesn't want to be living in the tower. He is rash, and he is proud. Would you talk to him? I'll leave the door unlocked for you. Na klar. Ha! Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Hä? Was haben wir denn jetzt? Eine Staffelei mitgenommen? Okay. 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 Der Inkoff, genau. Das ist ja der Typ, der hier... Das ist ja der Typ, der uns hier aufgesammelt hat und dann... Hier, Dingsbums, im Turm. Den Mann beliefert hat, den, wo sich herausgestellt hat, was der Architekt ist. Wenn ihr nicht wisst, wovon er redet, einfach die letzten Folgen angucken. Da wisst ihr dann Bescheid. So, was ist denn jetzt eigentlich? Das würde mich mal noch interessieren, was da jetzt hier eigentlich in dem Turm ist. Ich meine, der Architekt wohnt ja jetzt wieder in der Stadt. Dann können wir ja in dem Turm wohnen. Oder? Wer weiß, vielleicht. Eine Feder. Gut, hatten wir das letzte Mal vergessen. Ja. Ach nee, hä? Warum ist er jetzt wieder da? Aha. Thanks for everything. I need some time to myself. This is indeed a special place. Ja. And I'd like to soak it in as much as possible before I leave. Ja, okay. Gut, dann versuchen wir vielleicht doch. Alles klar mit dir? Versuchen wir vielleicht doch mal in der nächsten Folge das Rätsel zu lösen. Oder? Ich denke, so machen wir das. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Könnt ihr eine Bewertung da lassen? Würden wir uns tierischst freuen. Ja, ansonsten bis zur nächsten Folge. Vielen Dank bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.